Bei uns jetzt die beiden Brüder Matthias und Leon Niederberger, endlich wieder vereint. Wie kommt das? Wie fühlt ihr euch jetzt dazu? Wir fühlen uns natürlich super, endlich in einer Mannschaft spielen zu können. Das ging ja früher nicht in den Jugendmannschaften, da gibt es ja Altersunterschiede. Und ja, ist natürlich ein unglaubliches Gefühl. Ja, so stimmt. Also ist ein sehr, sehr schönes Gefühl, mit dem Bruder in einer Mannschaft zu spielen. Gibt mir auch viele Tipps und hilft mir bei vielen Dingen. Ich kann auch viel von ihm lernen, weil er ist einfach um die Welt gereist und ich noch nicht. Und deswegen kann er mir sehr viel mitgeben und ist perfekt für mich. Ihr habt ja auch nicht das Problem, dass ihr auf derselben Position spielt und euch gegebenenfalls die Eiszeiten wegnehmt, ne? Ja, das stimmt. Das ist schon gut. Aber wenn er dann aufs Tor kommt im Training und ein Tor schießen will, dann ist das natürlich auch immer was ganz Besonderes, ne? Und auch ein kleiner Konkurrenzkampf. Und wie kam es jetzt, dass ihr beide jetzt nach Düsseldorf zu Düsseldorf unterschrieben habt? Also bei mir kam es eigentlich dazu, dass ich eine ziemlich gute Saison in Duisburg hatte. Dann habe ich ein gutes Turnier in Schweden bei der Nationalmannschaft gehabt. Und ich wollte eigentlich immer wieder zurück nach Düsseldorf kommen, weil ich mich hier zu Hause fühle. Und dann kam der Kontakt irgendwann und durch die guten Leistungen hat es dann mit dem Vertrag letztendlich geklappt. Ja, natürlich im Herzen ist man als Düsseldorfer Jung, gehört das Herz immer ein Stück weit der DEG, und dass es dieses Jahr so funktioniert hat, war überragend und ich freue mich auf die Saison. Gibt es irgendeinen Mitspieler, auf den ihr euch besonders freut, und irgendeinen Gegner, auf den ihr besonders gespannt seid? Ja, alle Mitspieler sind so in Ordnung, da ist das schwer, einen auszumachen. Manu Strodel ist ein langjähriger Freund und ja, natürlich freut es mich, dass ich wieder mit ihm zusammenspielen kann. Ja, also wie gesagt, die Mitspieler sind alle super drauf. Bei mir ist es vielleicht der Maxi Kamara, weil er einfach mein Jahrgang ist und ich ihn schon von der Nationalmannschaft her kenne. Aber die Jungs sind alle super, das Team ist unglaublich, sind alle gut drauf. Deswegen passt alles. Und was erwartet ihr für euch persönlich von der neuen Saison? Vielleicht Leon. Also ich erwarte mir, dass ich mich weiterentwickeln kann in Düsseldorf, auch mit den Förderlizenzen, dass ich, egal wo, dass ich viel spielen kann oder dass ich generell spielen kann und mit gutem Training und gutem Niveau in Düsseldorf und mit viel Eiszeit bei egal welchen Mannschaften, erwarte ich mir einfach, dass ich den nächsten Schritt machen kann. Meine Erwartungen sind einfach, dass ich der Mannschaft helfen kann, weiterzukommen, positive und Gewinnermentalität mitzubringen. Und das sehe ich als meine große Aufgabe dieses Jahr. Dann wünschen wir euch zusammen viel Spaß und mit der Mannschaft und fürs Team viel Glück. Danke. Danke.